Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Krellmann, ich habe Sie jetzt die letzten Jahre bei den intensiven Debatten über den Mutterschutz im Familienbereich jetzt nicht erlebt. Ich muss sagen, schade. Es hätte wahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren darüber. So eine Mischung zwischen Kapitalismuskritik im Allgemeinen und Unwissenheit über ein Gesetz, was vorliegt, das, glaube ich, sozusagen, hat Ihrer Fraktion nicht gut getan. Und wie bei allen guten Dingen im Leben, das Beste dauert 9 Monate, also meistens. Und auch dieses Gesetz, das Ergebnis ist ja das Ziel, eigentlich der Weg, aber diesmal das Ergebnis ist das Ziel, haben wir intensiv beraten, 9 Monate lang diskutiert. Wahrscheinlich in der Psychoanalyse wird man irgendwann feststellen, warum Gesetze mit der SPD immer 9 Monate dauern, ob man irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann, ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, dass uns dieses Thema sehr wichtig war. Und Frau Krellmann, ich komme gleich auf Ihre Kritik im Einzelnen zu sprechen, weil genau diese 3 Punkte bei uns die Priorität hatten in der Diskussion. Nämlich erstens, dass es natürlich kein Wenn und Aber gibt beim Thema Gesundheitsschutz für die Schwangere, Gesundheitsschutz für das ungeborene Leben. Das war immer erste Priorität. Zweitens, und dann kommen wir schon zur Selbstbestimmtheit auch der Frauen. Wir haben Veränderungen in der Arbeitswelt und wir haben auch insbesondere, wir reden ja auch, ich ja auch mal mit Frauen gelegentlich, wir haben mitgenommen, dass viele Frauen gesagt haben, wir wollen doch die Freiheit haben zu entscheiden, ob wir möglicherweise auch bis 22 Uhr arbeiten. Und in dem Zusammenhang stimmt Ihre Darstellung des bisherigen Gesetzes nämlich nicht, sondern es war so, es gab Branchen, die waren komplett freigestellt. Dort mussten die Menschen, die Frauen, bis 22 Uhr arbeiten. Jetzt sagen wir, die Frau muss es entscheiden und der Arzt muss es bestätigen. Und das ist auch gut so und es wird gemeldet. Und wenn dann die Behörde noch sagt, die dafür zuständig ist, da gibt es möglicherweise Probleme mit dem Arbeitgeber, dann kann man noch ein Verbot aussprechen. Das ist klug so, weil das die Selbstbestimmtheit der Frau stärkt. Und dann ist es auch nicht verwerflich in diesem Land, wenn man sagt, wir wollen doch gerade, dass Frauen eingestellt werden. Wir wollen doch, dass Arbeitgeber sagen, es macht für mich keinen Unterschied, ob ich eine Person einstelle, die möglicherweise schwanger wird, wo ich möglicherweise gewisse sozusagen Einschränkungen durch den Mutterschutz erleben muss. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir gesagt haben, viele Maßnahmen müssen abgestimmt werden, tatsächlich auch mit den Folgewirkungen für die Wirtschaft. Dass Unternehmer sagen, für mich ist es, ich finde es toll, wenn ich bei mir jemand arbeiten habe, die Mutter wird, das ist sozusagen für den Betrieb gut, für den kleinen mittelständischen Betrieb gut. Und deswegen war es auch eine unserer Aufgaben zu sagen, wo können wir Bürokratie abbauen und wo können wir die Entlastung und die Flexibilität so gestalten, dass Unternehmen sagen, jawohl, das machen wir gerne mit. Und das war der 3. Punkt, auch die Interessen der Wirtschaft mit im Auge zu haben. Und dieses Gesetz ist ein sehr altes Gesetz, 1952, auch da hat man schon 2 Jahre darüber diskutiert. Und ich will, wir haben das letzte Mal, glaube ich, ja intensiv über die Lustbarkeiten hier diskutiert. Ich will nur noch mal daran erinnern, wie weit wir uns auch weiterentwickelt haben, denn in den 50er Jahren, damals, um zu verdeutlichen, auch wie dieses Gesetz sich zwischenzeitlich weiterentwickelt hat, will ich nur an eine Möglichkeit erinnern. Damals wurde beispielsweise beim mutterschutzrechtlichen Kündigungsschutz während der Schwangerschaft eine Ausnahmeregelung eingeführt, dass Tagesmädchen und Haushaltsgehilfinnen nach dem fünften Schwangerschaftsmonat gekündigt werden darf. Da stellte sich mal vor, in der Bundesrepublik Deutschland gab es eine solche Regelung. Damals, so konnte man nachlesen, haben die Ausschussmitglieder darüber beraten, ob es denn dem Arbeitgeber zuzumuten ist, dass die Haushaltsgehilfin schwanger ist. Ich würde die These aufstellen, vielleicht hatte der eine oder andere auch Angst, dass das Kind der Haushaltsgehilfin eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Arbeitgeber hatte. Und deswegen konnte man nach dem 5. Monat auch kündigen. Sie sehen also, wir sind weitergekommen. Was war uns wichtig und unser Leitgedanke ist, dass wir so viel Mutterschutz wie notwendig wollen. Und den haben wir auch bei den Debatten mit der SPD, mit unserem Koalitionspartner, glaube ich, jetzt am Ende in ein sehr, sehr gutes Gesetz gegossen. Denn was uns auch nicht hilft, ist, wenn wir, natürlich hat der Staat eine Schutzfunktion für Schwächere und der Staat hat eine Schutzfunktion für diejenigen, die einen besonderen Schutz brauchen. Und Schwangere sind eine besondere Gruppe. Aber eine Schutzglocke, die dann die Freiheiten der Frau einschränkt, das kann es dann auch nicht sein. Und man stelle sich vor, und das hat die Ministerin angesprochen, dieses Thema Beschäftigungsverbot. Es wäre ja gravierend, wenn Frauen arbeiten wollen, aber sie in ein Beschäftigungsverbot gedrängt werden durch staatliche Regelungen. Das, glaube ich, wäre völlig kontraproduktiv, sowohl für die Schwangeren wie auch für die Unternehmen. Kollege Weinberg, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Wunderlich? Aber natürlich. Hast keine Redezeit abgekriegt? Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Kollege Warnebeck, ich würde mich freuen, wenn Sie im Kontext auch noch mal was zum Begriff der Gefährlichkeit bei der Arbeit oder Gefährdung bei Arbeit erzählen. Ja. Denn früher war es ja so, wenn eine Gefährdung vorlag, war die Arbeit untersagt im Rahmen des Schwangerschafts- oder des Mutterschutzes. Inzwischen in dem Gesetzentwurf ist es so, dass differenziert wird zwischen zumutbarer und unzumutbarer Gefährdung. Und da würde ich mal interessieren... Nein, das stimmt nicht.
oder verantwortbarer und unverantwortbarer? Ab wann denn eine Gefährdung für die Schwangere und ihr Kind verantwortbar oder nicht mehr verantwortbar ist? Ab 50% Gesundheitsgefährdung, ab 70% Gesundheitsgefährdung, ab wann ist es nicht mehr verantwortbar? Vielen Dank. Ich bin am Verzweifeln, das in 2 Minuten erklären zu müssen, aber eigentlich steht es im Gesetzentwurf drin. Also vielleicht noch mal ganz einfach. Was ist denn wichtig für uns? Dass es 3 Möglichkeiten gibt. Die eine Möglichkeit ist, und da muss man den Unternehmen auch sagen, es gibt den Gefährdungsbegriff und die Gefährdungsbeurteilung in einer Verordnung, das kommt jetzt ins Gesetz, hätte man auch schon vor vielen Jahren sozusagen überprüfen können, die abstrakte Gefährdungsbeurteilung. Und danach gibt es noch 3 Möglichkeiten. Das erste ist, dass am Arbeitsplatz sichergestellt ist, dass es keine Einschränkung für die schwangere Frau gibt. Und das ist die Ampel, die dann auf grün steht. Dann gibt es die Möglichkeiten, dass man schaut, dass es durchaus unter Umständen Gefährdungen geben kann. Und dann muss es konkretisiert werden in einer konkreten Gefährdungsbeurteilung, wo genau gefragt wird, ist die und die Tätigkeit in dem Zusammenhang gefährlich, ja oder nein? Und dann wird gesagt, gibt es ein Beschäftigungsverbot, ja oder nein? Und dann gibt es natürlich den Bereich und die Berufe, wo ganz klar feststeht, da kann eine Schwangere nicht mehr arbeiten in einer chemischen, in dem Bereich, wo chemische Giftstoffe oder Ähnliches, da sollte sie sowieso nicht arbeiten, aber sagen, wo Stoffe zum Beispiel umgesetzt werden, die das gefährden. Das heißt, man stellt fest, die Ampel ist auf grün, auf gelb und auf rot. Und wenn es darüber hinaus sozusagen individuelle Problemlagen der Frau gibt, dann gibt es immer noch eins und selbstverständlich, dass dann der Arzt natürlich konsultiert wird. Ich glaube, das stärkt noch einmal die Flexibilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es ist nicht so, und dass diese Unterstellung weise ich auch mal ganz klar zurück, wir haben nochmal den Gesundheitsschutz als allererste Priorität und sichergestellt. Und darüber hinaus haben wir flexibilisiert und die Selbstbestimmtheit auch der Arbeitnehmerin darüber zu entscheiden, wann und wie sie arbeitet. Vielen Dank, Herr Wunderlich. Ich will aber noch auf wichtige Punkte kommen. Das hat die Ministerin auch angesprochen, weil es wirklich Punkte gibt, die auch vor dem 01.01.2018 bereits umgesetzt werden müssen. Wir haben den 01.01.2018 deshalb gewählt, weil Unternehmen wie auch Verwaltungseinheiten natürlich Konkretisierung der Umsetzung brauchen. Und da ist auch unsere Aufforderung als Parlament an das Ministerium, dass das muss geleistet werden. Die Unternehmen müssen wissen, was sie zu tun haben. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Frist, Verzeihung, das Inkrafttreten grundsätzlich auf den 01.01.2018 gezogen haben. Aber für gewisse Gruppen gilt das nicht. Und das ist gerade der Fall, wenn das Kind eine Behinderung hat, dass wir dann auch deutlich sagen, das tritt sofort in Kraft. Also das Thema sozusagen Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt oder die verlängerte Schutzfrist nach der Geburt eines Kindes mit einer Behinderung. Das war uns auch wichtig, dass wir gesagt haben, das wollen wir, dass das sofort wirkt. Und das, glaube ich, ist auch sozusagen für die Betroffenen der richtige Hinweis. In dem Zusammenhang nochmal die Diskussion, die wir hatten. Und es gibt eine Bemerkung der Opposition oder einen Hinweis der Opposition, den ich gerne aufgreifen möchte, einen Gedankengang. Sie fordern die Mutterschutzfristen auch für Frauen, die eine Fehlgeburt nach der 12. Schwangerschaftswoche erlitten haben. Darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Ich will das gerne sagen, weil das ein wichtiger Punkt ist. Und ich finde, das sollte man auch nochmal darstellen, warum man dagegen sich ausspricht. Wir sind der Auffassung, dass die Frau selbst entscheiden sollte, ob sie ihren Arbeitgeber über eine Fehlgeburt informiert. Mit der von Ihnen vorgeschlagenen Regelung müsste sie das aber tun, weil es sich dann bei der nachgeburtlichen Mutterschutzfrist um ein absolutes Beschäftigungsverbot handelt. Und in diesem Fall einer Fehlgeburt ist die Krankschreibung, das glaube ich, kann man sagen, möglicherweise der bessere Weg und wird wahrscheinlich auch erfolgen. Deswegen werden wir dem ablehnen. Ich kann zusammenhängend feststellen, diese 9 Monate, wie gesagt, entsteht immer vieles Gutes raus. Wir haben jetzt ein, finde ich, gutes Gesetz, was Schutzfunktionen auf der einen Seite, Freiheiten auf der anderen Seite und auch der Schutz der Wirtschaft, was das zusammenbringt. Und deswegen war es richtig, dass wir jetzt nach über 60 Jahren endlich dieses Mutterschutzgesetz reformiert haben und auf den vernünftigen Weg gebracht haben. Und deswegen bitte ich herzliche Unterstützung. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Beate Müller-Gemmecke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.